So freute sich der erste Streifsieger im neuen Jahrtausend. Der 29-jährige Kärntner Fritz Strobel wiederholte unter den Augen von Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen seinen Hahnenkamm-Sieg von 97. Überragend vor allem seine Fahrt im unteren Streckenabschnitt nach der Hausbergkante. Im Ziel lag er 65 Hundertstel vor den zeitgleichen Zweiten, dem Tiroler Pepi Strobel und Christian Gedina aus Italien. 50.000 Fans erlebten ein Neuschneerennen mit rot-weiß-rotem Happy End. Ja, war sicher eine Materialschlacht genauso. Ich glaube, ich habe einen Mörder-Ski gehabt und ich bin im Flachen sicher schnell gewesen. Und Gott sei Dank. Zumindest leise Enttäuschung beim Weltcup-führenden Hermann Mayer. Er hatte nicht den schnellsten Ski und landete heute nur auf Rang 4. Dennoch feierte Kitzbühel seine Skihelden. 5 Österreicher unter den ersten 6. Deutsche Fahrer waren nicht am Start.